Ich beginne, ihn zu verstehen. Hallo. Endlich! Ich dachte schon, wir würden uns nie verstehen. Du weißt sicher schon, wer ich bin. Ich heiße Nils. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du mich schon zweimal befreit hast. Wie bist du hierher gelangt? Nachdem sie das hier aus mir gemacht haben, hat mich Kurt in die Fabrik geschickt, um die Arbeiter zu erschrecken. Bevor er das tun konnte, habe ich Hansen jedoch meine Essenz gegeben. Sonst hätten wir gar nicht erst miteinander reden können. Diese verdammten Kollegen haben mich dann eingesperrt. Den Rest der Geschichte kennst du sicher schon. Das ist übrigens ein nettes Instrument. Woraus ist es gemacht? Aus dem Ding, das dich und Hansen auf dem Gewissen hat. Jetzt gefällt mir das Instrument noch besser. Wie können wir Sektor Omega stoppen? Sektor Omega wird für eine ganze Weile lahmgelegt sein. Aber machen wir uns nichts vor. Der Boss wird schon Mittel und Wege finden, alles wieder in Gang zu bringen. Kann man nichts gegen ihn unternehmen? Sieh dich an. Sieh mich an. Sieh Hansen an. Reicht das als Antwort?
Ich befürchte, da hast du nicht Unrecht. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, obwohl ich nicht weiß, ob es klappen wird. Omega stellt ein Gerät her, das die Seelen Verstorbener versklavt und daran hindert, überzutreten. Du hast einen solchen Seelenfänger sicher schon gesehen. Nur auf einem Bild. Wie auch immer, dieses Gerät ist sehr kompliziert. Nachdem ich mit den Marienkäfern sprechen konnte, kam ich zu dem Schluss, dass es möglich sein müsste, eine umgekehrte Maschine zu bauen, die den Effekt des Seelenfängers aufhebt. Aha, darum wolltest du also mit Hansen sprechen. Genau. Ich konnte eine Zahlenkombination finden, um die Produktionsmaschinen derart zu ändern, dass ein solcher Anti-Seelenfänger hergestellt werden könnte. Das Problem ist jedoch, dass auch der Rest der Maschine eingestellt und das Gas-Mischverhältnis kalibriert werden muss. Du kennst die Kombination? Ja, sie lautet 9, 3, 3, 8, 7, 8, 2, 8. Also 9. 3, 3, 8, 7, 8, 2, 8. Genau. 9, 3, 3, 8, 7, 8, 2, 8. Ohne Verschlüsselung oder kodierter Bilder? 9, 3, 3, 8, 7, 8, 2, 8. Nicht vergessen. 9, 3, 3, 8, 7, 8, 2, 8. Aber denk dran, du musst auch die Maschine einstellen. Und das alleine ist schon kein Kinderspiel. Du musst das Gas-Mischverhältnis korrekt einstellen. Und davon habe ich keine Ahnung. Clara. Clara muss mich hassen. Nicht mehr. Ich habe ihr deinen Brief überreicht. Ich schulde dir was. Ich werde versuchen, uns zu helfen. Jetzt ist es an dir. Das ist nichts Neues. Die Maschine ist nicht richtig eingestellt. Es passiert nichts. Ein Spind. Hast du eine Idee, welches Mischverhältnis für das Gas eingestellt werden muss? Da fragst du genau den Richtigen. Ich musste schließlich die Gasleitungen immer absegnen. Damit alles reibungslos funktioniert, muss das Mischverhältnis 66 zu 34 betragen. Aber da irgendein Schwachkopf die Anzeige kaputt gemacht hat, musst du wohl etwas Laufarbeit absolvieren, um das hinzukriegen. Danke für die Hilfe. Bis später. Komm ruhig wieder, wenn du reden willst.